Besserwisser draußen, ich bin's Jan. Ich bin's Steppen. Heute wieder Packwar für euch. Falls ihr noch nicht gesehen habt, wie wir die Packs geöffnet haben, beziehungsweise jeder hat ein Display geöffnet. Am Freitag. Also jeder 5 Packs muss dann irgendwie richtig nice, auf jeden Fall das auf jeden Fall abchecken. Und jetzt geht's zum Spiel und danach noch zur Bestrafung. Dabei viel Spaß. Viel Spaß. So Leute, wir sind jetzt beim Spiel und ich werde anfangen und verteidige mit meinem Abwehrspieler von Borussia Mönchengladbach. Dann verteidige ich mit meinem... Nein, Angriff. Ja, so, dann muss ich angreifen. Dann nehme ich meinen Angreifer hier von Ingolstadt. Ich habe Westergaard mit 78. Und ich habe Bronze-Limi Hartmann mit 77. Also, dein Punkt. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler vom FC Augsburg. Dann greife ich an mit meinem anderen Angreifer von Ingolstadt. Ich habe Matchwinner Staffelidis mit 79. Und ich habe nochmal die Bronze-Limi von Hartmann. Hä, warum hast du den zweimal? Ja, keine Ahnung. Es war zweimal in meinem Liste. Hey, als ob. Ist so. Als ob. Ja, ich weiß auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Aber als ob. Ich habe zwei verloren. Ich schwöre. Oha. Aber ich zweimal habe ich verloren. Okay. Ich hätte lieber die Bronze oder die Silber Gold bekommen. Dann greife ich an mit meinem Wolfsburger Mittelfeldspieler. Dann verteidige ich mit meinem Leverkusener Abwehrspieler. Ich habe Caligiuri 75. Und ich habe Jonathan Tah mit 79. Das heißt 2-1. Dann greife ich an mit dem Stürmer von Wolfsburg. Dann verteidige ich mit dem Mittelfeldspieler von Hertha. Ich habe Mario Gomez mit 85. Und ich habe Skjelbred mit 77. 2-2, dann verteidige ich mit meinem Torhüter von Borussia Mönchengladbach. Dann greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund. Ich habe natürlich Jan Sommer mit 84. Oh, und ich habe Assist-König Kagawa mit auch 84. Und entschieden, bleibt beim 2-2 und ich darf wieder, ich bin wieder dran und ich verteidige mit meinem Abwehrspieler vom HSV. Dann greife ich an mit meinem Angreifer vom FC Ingolstadt. Ich habe Matchwinner Sakai mit 81. Oh, und ich habe silberlimitierte Auflage von Moritz Hartmann mit 78. Ah, warum hast du nicht die goldene bekommen? Die fehlt uns noch. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Borussia Dortmund. Dann greife ich an mit meinem Angreifer von Bayern 04 Leverkusen. Ich habe Sokratis Papastathopoulos mit 79. Ich habe Stefan Kießling mit 74. Dann als nächstes verteidige ich mit meinem Torhüter von Hertha BSC Berlin. Dann greife ich an mit diesem Wolfsburger Mittelfeldspieler. Ich habe natürlich Jahrstein mit 86. Ja, und ich habe Gustavo mit 46. Achso, okay. Dann verteidige ich mit meinem Mittelfeldspieler von Bayern. Ja, dann... Was machst du nochmal? Ich verteidige. Dann greife ich an mit diesem Mittelfeldspieler von Bayern. Ich habe Arturo Vidal mit 83. Und ich habe Kimmich mit 48. Ja, die letzten zwei Punkte. Dann verteidige ich noch mit meinem Mittelfeldspieler von Hoffenheim. Greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler von Bremen. Ich habe Rudi mit 79. Und ich habe Bartels mit 74. Und ich glaube, ich habe schon gewonnen. Aber ich greife nochmal an mit meinem Mittelfeldspieler von Dortmund. Dann verteidige ich mit meinem Leverkusener. Ich habe Kagawa mit 84. Und ich habe Toprak mit 82. Okay, damit habe ich gewonnen und Steffen muss jetzt die Jellybeans essen und viel Spaß dabei. So Leute, wir sind jetzt hier bei der Bestrafung und wir haben jetzt schon hier die Beanboozles für euch. Oder beziehungsweise hier für uns. Und das sieht so aus, da sind verschiedene Sorten drin. Und dann gibt es hier ein Rad, an dem man drehen muss und dann wird dann quasi ausgewählt, welchen man essen muss. Und es gibt gute und schlechte dabei. Und wo hier drin stehen die, welche es sind. Zum Beispiel hier einmal Tutti Frutti oder stinkende Socken oder Hundefutter oder Schokoladenpudding. Aber die sehen dann genau gleich aus, das heißt man weiß nicht, welches man bekommt. Das ist dann quasi Zufall. Und ich muss jetzt 3 oder 5 essen, wie viel? 5 Stück. 5 Stück essen, okay. Jetzt. Dann fangen wir mal direkt an. Dann mache ich mir die Hülle ab, okay. Dann einmal drehen.
Und es ist Tutti Frutti oder stinkende Socken. Zeig mal, mach mal mit weg, also hier. Das ist dieses bunte. Ja, und wir machen 5 verschiedene, das heißt, wenn er nochmal drauf kommt, dann okay. Einfach nochmal. Welches ist es? Ist das hier, oder? Ja. Soll ich die nehmen oder andere? Okay. Aber mach mal ohne Riechen, ich weiß ja nicht. Ja, nein, man riecht es nicht. Okay. Ist gut oder schlecht? Ist gut? Ja, ist okay, gut. Das sollte man, glaube ich, schon schnell erkennen. Ja. Also das erste hatte ja nochmal Glück gehabt. Okay. Was? Also Glück gehabt und jetzt zweite. Kannst du weitergehen, ruhig. Warte. Fang nochmal oder? Ja, nochmal. Okay. So, was ist das? Ja, nimm das Orange. Nimm das Lila oder Orange. Warte. War genau, ich glaube, das ist mehr auf Lila. Aber genau in der Mitte, ja, macht dann lila. Lila? Okay, was ist? Also das hier, ne? Zuckst du ja aus, ja. Das ist, das ist so weiß-gelb. Oh, scheiße. Das ist Butterpopcorn oder vergammelte Eier. Richtig ekelhaft. Und ist es das hier, oder? Bitte? Ja, sieht so aus. Ja, das sollte das sein. Bitte, vergammelte Eier ist somit das ekelhafteste, zusammen mit Hundefutter. Okay? Ja. Also, ja. Als ob, es kann doch nicht sein, also, zum Glück haben wir gesagt 5 Stück. Mhm. Okay. Sehr geil. Also bisher, hier hatte, was hast du, Butterpopcorn und Tutti Frutti, okay. Aber sind die eben so 50, ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob, wie diese verteilt sind, okay, mach nochmal. Ja. Nummer 3. Das ist... Grün. Grün? Ist das grün? Aber ist das so ein Schein? Das hier, oder? Leuchtendes Grün. Ja, das ist Lawn Clippings, das heißt gemähter Rasen oder Gras oder Limette. Okay. Wie schmeckt gemähtes Gras? Keine Ahnung. Und? Ist gut. Limette. Mhm. Als ob. Mhm. Als ob. Mhm. Was ein glücklicher. Das ist mehr Belohnung hier als Bestrafung. Okay. Also die 3 von 5 sind gemacht und das kann doch nicht sein, oder? Das ist. Das ist. Das ist das. Das ist. Kotze. Kotze oder Pfirsich. Okay, das ist das hier. Okay. Ey, das kann doch nicht sein. Ist es gut oder schlecht? Gut. Als ob! Mhm. Das kann nicht sein! Okay, dann letzte Runde. Bitte kein Hundefutter. Blau. Blau. Was ist das? Blau ist entweder Zahnpasta oder... Aber wenn es jetzt Zahnpasta ist, ist es noch weniger schlimm als so Kotze. Was ist das? Das ist Zahnpasta. Aber das ist sehr schlimm. Ich schmeck nicht mal schlecht so. Also so dieser schmeckt eher mehr wie Nase Kaugummi oder so. Das kann doch nicht sein, was ein Glückspilz hier, Steffen, ist, okay. Dann mach noch kurz die Abmod. Ja, das war's von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen oben da und schreibt andere Bestrafungen in den Kommentaren. Wir können sie ja vielleicht nochmal machen, damit es nochmal schlimm ist, weil es halt keine richtige Bestrafung wirklich. Und wir sehen uns dann im nächsten Video an, bestrafen sie in die Kommentare. Daumen oben da lassen, abonnieren und dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao. Yeah.